Neymar Best of zum Vergleich. Ach, Neymar Best of sind auch geisteskrank. Neymar Best of Skills. Ist also alleine die. Es ist. Neymar macht auch komplett Bock. Ich hoffe, da sind noch ein paar alte Dinge aus Santos Zeiten mit drin. Guck das mal an! Ach ja, Neymar. Du bist auch ein geiler Zocker. Digga. Oh, Neymar bei Barca. Oh, ich krieg gute Laune. Neymar bei Barca macht mir so gute Laune. Was macht mir so gute Laune? Oh! Oh! Was macht mir so gute Laune? Digga. Woohoo! Da gab es ja mal eine Debatte darüber, ob das unsportlich ist. Also jetzt mal, jeder, der das unsportlich findet, soll sich ins Knie legen. Das ist einfach nur Fußballmagie. Das ist für sowas gehst du ins Stadion. Ohne Scheiß. Der hat diesen Hahn, das ist auch so wild. Oh. Oh, schade. Dani Alves. Oh. Das ist so böse. Was der mit denen da anstellt. Oh, Junge. Penalti. Guck dir das mal an! Und was bringt das? Anscheinend keine Ahnung von Fußball. Oder mit dir rede ich gar nicht. Geh einfach in deinen Keller und schließ dich ein und fang nie wieder an zu lachen, wenn du Fußball gucken gehst. Raus, einfach raus. Hui. Ja, das war auch krass. Hopp. Ja. Ja. Ja, die No-Look-Flanke noch hinterher, weil man es kann. Oh, das ist schön. Also ich habe ehrlich eine Schwäche für diese brasilianischen blauen Trikots, ne? Das ganz alte mit Ronaldinho, was wir davor gesehen haben, noch geiler. Neymar Brasil! Oh! Goal, 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 goal! Ja, Digga! Neymar war der Inbegriff von Straßenfußballer. Fakt heute noch ab, dass die High Society Tür bei ihm gewonnen hat. Ja, plus ein Steini. Kann ich nur unterschreiben. Das ist halt, Neymar hat ja eine krasse Karriere gehabt. Der hat die Champions League gewonnen. Der hat mit Barca gefickt. Der hat auch mit PSG. Da ging die Scheiße halt los, ne? Der hat ja über wenig Ligaspiele nur für PSG gemacht. Jetzt aktuell ist er ja wieder in geisteskranker Form.
Es ist halt so schade bei Neymar, weil du einfach weißt, wenn da ein, zwei Stellschrauben im Kopf ein bisschen anders gedreht worden wären, hätten wir einen Spieler erlebt, der nochmal 20-30% besser gewesen wäre. Das ist das Bittere bei ihm. Das hätte halt, ich leg mich fest, das hätte über 10 Jahre lang nach Messi und Ronaldo der drittbeste Spieler sein müssen. Oder sagen wir mal, ab 2014, 15 hätte das bis heute der drittbeste Spieler nach Ronaldo Messi sein müssen. Hätte der ein richtiges Mindset gehabt und ein paar andere Karriereentscheidungen getroffen. Der ist halt mittlerweile länger bei PSG als bei Barca, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, ist der ist seit 2017 bei PSG, ne? Überleg mal. Neymar! Es ist so respektlos, was er mit denen macht. Es ist so respektlos. Oh, ein alter Santos-Clip. Die ganz alten Santos-Dinger sind auch wild. Ich hoffe, da sind diese ein, zwei legendären Santos-Tore drin. Manchmal hat man bei Neymar das Gefühl, der fühlt sich bei PSG komplett unterfordert. Ja, ja, safe. Ist ja viel zu gut für die Liga. 100%. Aber das Video ist wirklich 10 von 10, weil hier mit Kommentator-Crowd-Reaktion. Ich finde solche Videos viel geiler als solche Compilations, wo dir die Musik komplett um die Ohren fliegt. Ich liebe solche Videos, ne? Einfach nur still genießen. Neymar über die Jahre overhated. Boah, geht, Alter. Ohne Scheiß. Ich finde, Neymar ist eigentlich sogar im Weltfußball genau richtig geratet. Weil ich glaube, jeder weiß, was der Typ kann und wie krass er eigentlich ist. Und ich glaube, diese Leute sind einfach nur kollektiv abgefuckt, weil sie sich denken, Bro, hättest du ein paar Sachen anders gemacht, dann wäre es vielleicht ganz anders gelaufen. Höhepunkt war halt für mich die WM 2018, wo der Bruder halt wirklich sich nur auf den Boden gerollt hat. Weißt du, du hast Bock auf eine WM, denkst dir, jetzt kommt die Neymar Revenge Season 2014, Halbfinale gegen Deutschland verpasst, weil er da die Rückenverletzung hatte. Du denkst dir, das wird jetzt sein Turnier und der Bruder küsst in einer Tour nur den Boden und rollt sich da wie ein Idiot. Und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo viele mit Neymar dann halt wirklich abgeschlossen haben. Da war er dann auch schon ein Jahr bei PSG. Also ich finde Neymar komplett richtig rated, weil ich... Er meint overhated, ja, aber ich finde ihn nicht overhated. Ich kann, also jeder, der Neymar aufgrund von den Sachen, die er gemacht hat und die Entscheidung, die er getroffen hat, habe ich für jeden, zumindest zu einem gewissen Grad, Verständnis, der sagt, nee, Neymar ist nicht mein Fall. Weil bei mir ist es auch, ich feiere Neymar total. Ich liebe den fußballerisch, aber ich tue mich auch immer schwer, wenn ich dann wieder bei dem solche Anfälle sehe, wo der halt 20 Minuten lang sich auf den Boden wälzt. Weil ich mir denke, Bro, lass das sein. Legt eine bisschen andere Attitude an den Tag. Da gibt es ja verschiedenste Geschichten. Dass er zum Beispiel immer über den Geburtstag seiner Schwester dann 2-3 Wochen verletzt ist. Das sind halt so Sachen, ne? Also, ich will da jetzt gar nicht wieder so eine lange Diskussion rausmachen, aber ich sag's nur nochmal. Das müsst ihr euch einfach mal angucken, wenn wir über verschwendetes Potenzial reden. Der Mann ist 5 Jahre... Das ist halt übrigens geisteskrank, ne? Ich hoffe, der Bruder rasiert die Saison. Ich liebe den halt, ne?
11 Score in 3 Spielen, heftig. So, detaillierte Leistungsdaten. So, wir haben gerade darüber geredet, dass der Typ länger bei PSG ist als bei Barca, hat trotzdem 40 Spiele weniger. Die Scorer für PSG sind ja geisteskrank. 148 Spiele, 173 Scorer, so what the fuck. Aber einfach nur zum Vergleich. Nur zum Vergleich. Und den haben wir hier schon mal rausgeholt. Und das ist eigentlich, mehr muss man nicht sagen. Kylian Mbappé ist im gleichen Jahr, im gleichen Sommer gekommen wie Neymar. Und er hat 219 Spiele für PSG und Neymar 148. Der hat einfach 70, Quick Maths, ja, der hat 70 Spiele mehr gemacht für PSG. 70. Und die sind im gleichen Sommer gekommen. Guck dir das bitte an. Das ist ja, glaube ich, das, was so viele Leute sauer macht. Alleine die Ligue 1 Spiele, da kriegst du einen Kollaps. Guck dir das mal an. Der hat nicht einmal mehr als 22 Ligue 1 Spiele gemacht. Und deren Drecksliga hat jedes Jahr 38 Spieltage. Und du siehst ja trotzdem die Scorer. Guck mal. Der hat in 95 Ligue 1 Spielen 119 Scorer. Das ist halt, das tut so weh, das zu sehen. Und ja, da sind auch natürlich viele Verletzungen dabei. Aber halt auch ein paar andere Geschichten, ne? Bruder, bekomm bei dem Tempo Tritte ab und steh sofort wieder auf. Will ich sehen bei dir. Darum geht's nicht. Dass ein Spieler wie Neymar häufig gefoult wird, darüber brauchen wir nicht reden. Dass ein Spieler wie Neymar deutlich mehr gefoult wird und der wahrscheinlich statistisch auch meist gefoulteste Spieler in der Ligue 1 die letzten 5 Jahre ist, brauchen wir auch nicht drüber reden. Hast du meinen Punkt nicht verstanden? Es geht einfach darum, dass Neymar mit ein paar Aktionen weniger, mit ein paar Wälzen weniger auf dem Boden, ein paar Rollen, wenn wir, glaube ich, im Kollektiv ganz anders über den Spieler reden. Und das ist das, was mich so traurig macht, weil ich würde den gerne uneingeschränkt feiern, aber es gibt halt immer wieder diese Situation. Ich habe das Gefühl, die sind jetzt aber in den letzten 1-2 Jahren weniger geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch fühlt, Chat. Das Gefühl, das ist schon weniger geworden. Aber es sind halt einfach so 1-2 Sachen, die zum Beispiel, wir haben gerade einen Clip von Ronaldinho gesehen. Der wird klar im Strafraum gefoult. Der Bruder rennt einfach weiter. Der rennt einfach weiter. Der steht auf, der macht weiter. Bei Neymar, der kriegt die leichteste Berührung. Der wälzt sich 10 Mal auf den Boden. Safe, die Saison noch nicht einmal sowas gemacht. Ja gut, das sind halt auch 3 Spiele bis jetzt gewesen. Das wäre halt auch ein bisschen scheiße. Oh, le double contact de Neymar. Et l'appui maintenant. Es wird viel zu wenig über das Spiel von Neymar gegen Bayern 2021 geredet. Müller und Kimmich. Ja, da war der geisteskrank. Der war auch im Finale. Der war auch im Finale 2020 gegen Bayern krass. Ah, da war halt Manuel Neuer in Gottmodus. Na, bitte. Se fue Nacho desesperado al suelo para evitar un remate. En realidad quedó completamente fuera de la jugada al hacerlo. López se va dentro del área. Se mete dentro. ¡Qué regate de Neymar! ¡Qué especie de elástica ha hecho ahí! Lo veremos repetido. El balón es para el Barcelona, Luis Suárez. Ich glaube, dieses Spiel von Kolumbien hat ihnen ein Trauma gegeben und er hat Angst vor solchen Verletzungen. Ja, das kann natürlich auch sein. Guck mal, man kann nie in die Spieler reingucken und vielleicht ist Neymar auch einfach vom Typ her ein anderer Spieler, genau wie das gerade jemand in den Chat geschrieben hat. Vielleicht hat er mittlerweile total Angst, sich zu verletzen. Das kann ja wirklich sein. Kann wirklich sein, dass der Bruder einfach maximal Angst hat, sich mittlerweile zu verletzen, weil der weiß, in 90% aller Ligue 1 Spiele wird der Mann 15 Mal umgewichst. Das kann total sein. Da können wir niemals in den Kopf reingucken. Wir können nur von außen vermuten. Aber es spricht halt schon Bände, dass halt wirklich einfach leider viele Fußballfans nicht so eine gute Meinung über Neymar haben. Ne? Geil. Lieber Neymar oder Messi zurück zu Barca? Ich glaube, es wird halt beides nicht passieren, ne? Weil
Barca ist ja jetzt in einem ganz anderen Entwicklungsprozess. Ich glaube, das würde dem Verein beides jetzt nicht so helfen. Aber wenn ich mich entscheiden würde, würde ich aus Prinzip Messi nehmen. Weil es halt einfach die Barcelona-Legende ist. Wie der eine Spieler sich einfach hingelegt hat. Guck mal hier. Guck mal, was er jetzt immer. Der sagt so: Ah, Scheiße, ist wieder ein klassischer Montag. Klassischer Montag, Scheiße. Ab ins Bett, Digga. 15.30 Uhr, ich geh schlafen. Ja, der wird wirklich schlafen geschickt. Die Barca-Trikots auch richtig geil. Habe ich auch sehr gefeiert. Oh, schon wieder der Coffee-Lation gelandet. Scheiße. Weil du wirst so von Neymar richtig gefickt und denkst so, oh, jetzt bin ich in so einer Compilation, oh nö. Ach, Digga, dieses alte Barcelona, ne? Kriegst du gute Laune.